Wir können weiter. Ich habe auch mit Dorians Bett nachgeguckt, Spell-Dingsens, Scrolls. Ja. Ihr hattet ja nur drei Stück, oder? Lightning Bolt, Augury und Misty Step. Oder hattet ihr noch irgendeine gefunden? Nee, ich meine nicht. Okay. Also, casten kann sie, wer sie in seiner Klasse theoretisch kennen würde. Das heißt, Lightning kann Xermon, Misty Step kann Xermon und Augury kann Advance. Was kann ich? Den Augury-Spell. Wer hat das Ding denn? Das hat Xermon, glaube ich. Ich Okay, habe Xermon, dann das tausche ich Augury gegen Misty Steps. Klar. Und wenn es ein höherer Spell ist wie Lightning Bolt, dann ist, wie Xermon gesagt hat, dann musst du halt rollen mit deiner Spellcasting-Ability, also Int, gegen den Spell, ob du schaffst, ihn zu casten. Und das ist natürlich One-Time-Use, es sei denn, ihr wollt sie irgendwie lernen, das wäre aber eine Downtime-Activity, das könntet ihr nach dem Adventure theoretisch machen. Aber ich glaube, es kostet auch was, oder? Es ist auf jeden Fall ein langwieriger Prozess. Oh, langwierige Prozesse. Theoretisch hast du auch gemeint, kann ich hier Dings lernen, ne? Ja, das kostet halt nur eine Menge Geld und eine Menge Zeit. Aber theoretisch, so, wenn wir mit dem Adventure durch sind, könntet ihr euch ja erstmal zur Ruhe setzen und trainieren, wenn ihr wollt. Weil ihr habt ja ein bisschen Geld. Aber das können wir ja dann klären, das dauert bestimmt noch 3 Monate, bis wir hier durch sind. Eben. Haben wir eine kurze, also vielleicht ist ja das kurze Pause, kann man wieder sein Zeug auffüllen. Ja, erstmal macht ihr ja noch weiter, weil ihr irgendwas mit den Typen machen wollt, glaube ich. Okay. Ich wecke den einen Hobgoblin sanft, den unteren, indem ich ihm einmal schön mein Schild über das Gesicht ziehe. Bam! Ist er wach? Sehr gefühlvoll. Warte. Wo bist du? Oder ist das hier besser? Nein. Okay, ja, ist wahr. Du Hobgoblin, wie ist dein Name? Können die eigentlich kommen? Bestimmt. Ja. Wir Gut. sind nicht sprechen. ja, er antwortet dir nicht. Und ich ziehe ihm nochmal den Schild übers Gesicht. Bam! Okay, mach mal einen Attack-Roll. Mit Advantage. Ich brauche Oder aber nichts, versuch. um ein Schild zu Ja, rollen. dann roll mal einen D4. Okay. Warte, warte, warte. Okay. Du knallst ihm dein Schild ins Gesicht und machst ihm 3 Schaden. Du, Hobgoblin, wie ist dein Name? Der reagiert immer noch nicht. Möchte jemand kurz den anderen einmal wecken? Den anderen Hobbo-Gobbo? Ich versuche mich da nicht. Am Ende töte ich ihn. Das hatte ich schon mal in einer anderen Pen and Paper Runde. Ja, ich Das hatte ich schon mal in einem Traum. hab da auch gute Erfahrungen mit. Okay, genau. Geh zu dem zweiten Hobgoblin und zieh ihm einmal mein Schild quer über das Gesicht. Okay. Warte mal. Oder. Na gut. Ja, mach wohl mal Damage. Okay. Er ist wach. Dann gehe ich wieder Und scheint zurück. ordentlich zu bluten. Dann gehe ich wieder zurück zu dem anderen Hobgoblin. Der hat doch bestimmt auch irgendwelche Wunden oder Fleischwunden oder so. Ne, nur. Ne, eigentlich nicht. Dem geht's eigentlich noch Okay. ganz gut. Und dann nehme ich meinen Speer und ramme ihm den in die Schulter. Du rammst ihn den in die Schulter. Und dann spreche ich ihn noch einmal an. Jetzt sag mir endlich deinen Namen, du Schwein! Er stößt nur einen Schrei aus und
Sagt das gar nichts. Vor Schmerzen oder? Ja. Oder was heißt vor Schmerzen? Vor wenn Wut. Wenn du weiterhin nicht mit mir reden willst, dann wird das noch sehr, sehr lange weitergehen. Ich werde dich heilen und dich wieder verletzen und dich heilen und dich wieder verletzen, bis du ein psychisches Wrack bist und mich um Erlösung anflehst. Hallo, Natur. Reagiert er in irgendeiner Form? Willst du ihn einschüchtern? Oder? Ich möchte ihn einschüchtern, ja. Dann mach einen Einschüchterungswurf. Okay, er fühlt sich nicht eingeschüchtert. Ich möchte Shamash fragen, ob er ihn kurz ein bisschen einschüchtern könnte. Shamash, würdest du einmal kurz? Ich gebe ihm die Backhand. Willst du mit der Faust hauen einfach? Na, einfach so eine Zuhälterstelle geben. Ja, warte. Mach mal. Strength oder? Was ist deine Stärke? Also dein Stärken-Plus-Bonus sozusagen? Plus 3 oder was? Plus 3, ja. Okay. Ja, du Boxy. Der scheint ordentlich zu bluten mittlerweile schon. Deswegen mag ich das nicht. Das kann ich eigentlich nicht machen. Wolltest du ihn auch damit einschüchtern, oder? Natürlich. Dann mach mal ein Einschüchtern mit Advantage. Wo ist das nochmal? I got machine. Animal Handling? Ja, passt. Persuasion, oder? Aber Persuasion ist eigentlich überreden, ne? Ja, Intimidation ist, glaube ich, oder? Intimidation? Habe ich auch. Probier ihn doch mal zu überreden. Okay. Ja. Nee, schaffst du auch nicht. I tried. Ich schon. Wenn, du kannst ja auch nochmal ein Intimidate machen. Weil Persuasion wird ja nicht klappen. Dafür müsste er ja einwilligen sozusagen. Okay, schaffst du aber auch. Gut, dann gehe ich zu dem anderen Hobgoblin, schaue ihn an und sage ihm, du hast gesehen, was wir mit deinem Kollegen machen. Mhm. Sag uns, wie du heißt, du schlimmer Hobgoblin. Er liegt sozusagen am Boden und merkst, dass du, als du ihn so am Kragen hochhebst, dass er eigentlich schon nur noch so relativ flaff drin hängt. Er scheint nicht mehr viel Kraft zu haben. Na, ich möchte ihn trotzdem intimidaten. Okay. Okay. Was willst du ihm sagen? Oder was hast du gerade gesagt? Wer bist du und warum habt ihr ein Bild von mir dabei? Auf dich ist dein Kopfgeld. Oh mein Gott, das sind russische Hauptgoblins. Und wo sollt ihr mich hinbringen, wenn ihr mich getötet habt? Nach Cragmore Castle. Also du weißt ja, dass wie beim letzten Mal ist auf dem Steckbrief das Zeichen der Black Spider und da steht drauf, dass die 25 Gold für dich kriegen. Ah, das ist das, was der Druide uns gesagt hat, ne? Ja, die Burg, genau, und das war die. Ja, gut, das wissen wir jetzt ja schon. Hat sonst noch jemand Fragen an diese werten Hobgobbos? Nö. Nee, nicht wirklich. Gut, dann... Doch, ich habe noch eine. Okay. Wissen Sie nur von ihm oder von uns allen? Wir haben nur dieses Bild. Aha. Ja, dann
wenn sonst keiner Fragen hat, lass ich ihn zurück auf den Boden sinken. Ja, er fällt direkt da wieder zu Boden. Nehme meinen Streitkolben und prügel auf ihn ein, bis er tot ist. Stark! Egal. Willst du ihn aufhalten oder nicht? Ich gehe einfach wieder hinter den Stein. Okay. Gut, der obere ist tot. Dann gehe ich zum unteren. Du hast gesehen, was wir mit deinem Freund gemacht haben. Hast du noch neue Informationen? Wer ist die Black Spider? Sprich! Der redet nicht mit dir. Und dann nehme ich meinen Streitkolben und prügel auf ihn ein, bis er tot ist. Okay. Er ist tot. Das müssen aber mehrere Schläge gewesen sein, oder? Ne, der erste hat gereicht. Und mit dem habe ich dann getroffen. Also mit dem ersten schon getroffen. Konnte er sich nicht wehren. Okay. Aber und er hatte nur noch ein HP. Achso, okay. Ja gut, dann wäre ich hier fertig. Wollen wir weitergehen oder eine Rast machen? Ich wäre für eine Rast, weil wir... ihr könnt ja wieder rasten, wenn ihr reist. Rasten wäre nicht schlecht, ja. Weil ich habe... Also zumindest kurz. Na, dann gekriegt. Dürft ihr nur einmal pro Tag. Und ihr habt ja gerade keine gemacht. Ich gehe noch zu den anderen Gobbos und schau mal, ob die noch Pfeile dabei haben. Du hast doch schon alle aufgesammelt, die du hattest. Oder, also du willst gucken, ob sie selber welche haben. Ja. Kannst du gerne gucken. Wie lange dürfen wir du noch einen Tag machen? Du findest noch einen. Ihr dürft nur eine lange Rast pro Tag. Was? Aber ich dachte, bis wir bei dem Gobbo versteckt sind, können wir. Ja, ihr reist ja noch einen Tag lang. Okay, gut, dann dafür. Wir könnten aber jetzt nicht direkt eine machen, weil ihr ja gerade erst eine gemacht habt. Und das ist ja immer noch derselbe Tag. Also es ist ja jetzt gerade, wie lange seid ihr 8 Stunden gereist, ist es so 19 Uhr oder sowas. Wir können weiter, meinetwegen. Ich bin hier fertig und stehe inmitten von Hobgoblin-Hirnmasse. Okay. Na dann, auf. So was, ihr reist weiter einfach hin. Dann wechseln wir doch mal wieder zurück. Ihr könnt aber gerne Hit-Dice regeln, wenn ihr das wollt. Also ihr kriegt nichts wieder, aber ihr könnt gerne euch regeln in der Zeit, wo ihr reist, wenn ihr wollt. Wo ziehe ich denn mein Hit-Dice ab? Irgendwo ganz da. Oben. So, dann einmal den. Ihr könnt so viele rollen, wie ihr wollt. Müsst ihr halt nur abziehen danach. Ja. Und so, dann bin ich wieder voll. Und in der Zeit reisen wir weiter, kann ich schon mal gucken. La 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 la. Du 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 du. Dupti dupti du. Hat das eigentlich irgendjemanden verstört, wie ich diese Hobgobbos behandelt habe? Frage ich so in die Runde. Ja. Ja, einer ist ja weggegangen und hat nicht mehr geguckt. Ich habe in der Natur gelernt, als ich meinen Schrein beschützt habe, dass der gläubige Mann sowohl das Zuckerbrot als auch den Streitkolben beherrschen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob dein Gott besonders gut, großherzig oder irgendwie wohlwollend ist. Ich diene allen Göttern, nur dem der Natur ein bisschen mehr. Okay. Also, bist du so die göttliche Hure? Ich bin ein Priester der allgemein die göttlichen. Okay. Der allgemein gern rumholt. Das ist natürlich auch eine Sichtweise. Ich bin ein bisschen verschroben geworden, weil ich einfach mein Leben lang in einem Schrein. Also das ist so Charakter-Background. Ich weiß gar nicht, ob du als Naturtypi einen Gott hast. Ich kann ja mal gucken. Doch, stimmt. Ja, es gibt ja, die Götter haben ja verschiedene Domains und die Natur ist, glaube ich, ja, Domain. Genau. Ja, du hast mehrere Götter des Deep Forests sozusagen. Du hast Silvanus, du hast Obadhai,
Chislev, Balinor und Pan. Das sind die Götter. Wo hast du das her? In der Nature Domain steht das. Im ersten Satz oder zweiten. Gut, ihr reist weiter. Ach da. Ja. Ups, da reiß mal weiter. Du bist doch der Führer. Okay, wie weit kommen wir? Ja, reiß einfach. Kannst einfach reisen. Wohin du willst. Okay, wir sind da. Okay, dafür, wir machen auch eine Pause vorher. Gut. Ja, macht er ja. Ja, macht er auf dem Weg. Sehr gut. Also ihr seid ungefähr einen Tag gereist, das heißt, jetzt ist es ungefähr dasselbe wieder abends, sagen wir 18 Uhr abends, oder? Voll gereckt. Ausgezeichnet. Auch dann natürlich heißt, die nächsten 24 Stunden könnt ihr wieder nicht regnen. Okay. Gib mir mal dann mit den hier so. Gib mir mal einen Investigation Check mit Advantage. Ach, mit Advantage. Also nicht du, sondern Values. Achso. Was? Investigation? Ja. Mit Advantage. Okay. Kommt da jetzt nochmal eine 1 dazu? Wo? Was? Warum? Du meinst, weiß ich nicht, was sagt denn dein Dings? Ja, auf Int und Wisdom Rolls bezüglich Forest. Da steht was? Das ist ein Proficiency Bono. Ah, nee, ich hab da gar keinen Proficiency. Ja, dass der gedoubled wird, ja. Ne? Da du ja keinen hast, kriegst du auch keinen. Gut, dann siehst du aus der Ferne. Lass mich mal kurz gucken. Beziehungsweise würfel mal einen W2. Einen W2. Ja. Gott, es gibt mal einen. Ja, mach einfach slash roll ein D2 oder so. Müsste bestimmt gehen. Slash roll. Leerzeichen ein D2. Ja, okay. Crit. Dann nehme ich mich doch mal hier rüber. Wie ihr seht, seht ihr nix. Ich bin blöd. Ja, also du siehst aus der Entfernung eine Festung mit 7 relativ
brüchigen Türmen, aber aus der Entfernung siehst du so 7 Türme sozusagen. Mhm. Und du siehst, dass da, wo ihr gerade ankommt, ein Turm eingestürzt ist. Okay, ich frage mal so in die Runde. Hat jemand eine Idee, wie wir da vorgehen? Mein Plan wäre, wir Benedikt. Was ist mit mir? Mein Plan wäre, so zu tun, Benedikt auf. Kommt das nur bei mir mega abgehackt an? Ich glaube, ja, deine Voice Activation ist irgendwie hier. Ach so. Ja. Moment. Irgendwas mit Benedikt. Und ich habe mich schon wieder gemutet gehabt. Nice. Such a pro. Also, meine Idee wäre ja so zu tun, als ob wir Benedikt ausliefern. Was? Guter Plan. Ja. Die Frage ist, die Gobbos hatten ja nur dieses eine Bild. Also, ja. Wissen die wirklich nichts von uns, oder? Ich mach mal das Seil raus. Wie gesagt, also sie siehst halt sozusagen dieser, du siehst vor dir überall so Schutt, weil da der Turm eingestürzt ist. Mhm. Also ihr könnt auch theoretisch noch ein bisschen weiter weg sein, nur die Karte gibt nicht so viel. Und ihr seht halt rechts und links schon mal noch zwei Türme, zwei riesige Türme. Gibt es eine Straße, die dahin führt? Ja, das ist so ein Trampelpfad, keine wirkliche Straße. Das ist natürlich eine Option, also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, wir können entweder versuchen, einen stillen, heimlichen Weg reinzufinden, also reinzuschleichen. Mhm. Und dann irgendwie wieder zu verschwinden, bevor irgendwer was merkt. Oder halt dann irgendwie den Anführer umzubringen oder irgendwas in der Art. Oder wir stürmen es einfach von vorne. Charge! Irgendwie mit einer Goblin-Armee kämpfen oder so. Ich glaube, das ist die beschissenste Idee. Ja. Ist das nicht eure Lösung auf alles? Einfach. Die andere Idee wäre halt natürlich halt dieses Auslieferungsspiel, was aber halt auch einige Risiken beinhaltet. Ja, wenn die wir Frage... durchschaut werden, sind wir halt umzingelt und können dann nicht mehr viel machen. Also ja, das ist das Problem. Option. Wie viel wissen die über uns wirklich? Also an sich finde ich auch, wenn ich derjenige bin, der ausgeliefert werden soll. Ihr könnt mir ja ein Seil in Anführungsstrichen mich mit einem Seil fesseln in Anführungsstrichen, sodass ich mich selber aus den Fesseln lösen kann. Okay. Im Falle eines Kampfes oder so. Aber falls ich mich auch richtig erinnere, war in der einen Stadt unten ja ein Brief mit, dass hier 4 Reisende vorbeikommen sollen. Also weiß ich nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist. Und dann, was willst du dann überhaupt machen? Also mit der Auslieferung, du lieferst die dann aus und dann was? Ja, kommen wir vielleicht zum Anführer und dann... töten wir ihn. Dann ist er zu groß rumprügeln, okay. Sozusagen den Club von innen nach außen auflöst. Richtig, weil dann können wir immer noch fliehen oder so. Wenn wir uns jetzt hier anfangen durchzukämpfen, wird es halt auch schwer. Schleichen, wenn wir entdeckt werden. Wir müssen so oder so kämpfen, denke ich mal. Kurze Frage. Sagt mal, haben... die Gobbos in der Höhle und so alle, die haben doch alle für die Black Spider gearbeitet. Hat und Iano
in Phandalin hat doch auch für die Black Spider gearbeitet. Könnten wir dann nicht probieren, oder könntet ihr dann nicht probieren, euch für diese Rotkäppchen auszugeben? Ich glaube, zwei von euch hatten noch Umhänge, ne? Ich glaube, du und Xerman. Ich hatte einen, glaube ich. Ich glaube, Xerman hatte sich auch mal einen eingesteckt. Ich hatte auch einen, aber ich weiß nicht, was ich mit dem gemacht habe. Ich glaube, du hast ihn eingesteckt, du hast ihn, glaube ich, nie getragen. Das kann sein. Also, meines Wissens nach kannst du dir gerne einen aufschreiben, falls ihr irgendwas damit machen wollt. Dann würde ich meinen Umhang, weil den würde ich dann an Evelios weitergeben. Dann hätten wir nämlich zwei Leute als Rotkäppchen verkleidet. Ein Schamasch. Einen großen bösen Wolf. Ein Schamasch ist ein Söldner. Ein Söldner, genau. Er wartet auf seinen auf seinen Schneider. Auf seine Belohnung. Auf sein Stichwort. Ich bin Kopfgeldjäger. Genau. Man nennt ihn auch Boba. Ja, geh raus, bitte. Boba Drache Dandion. Also das klingt doch nach einem Plan. Oder nicht? Ich bin davon zwar jetzt nicht so begeistert, aber von mir aus. Okay, packt euren fiesesten Gesichtsausdruck auf, den ihr habt. Arr. Schamasch? Ach nein, am besten nicht Schamasch. Da fällt mir einer. Du siehst eigentlich viel zu gesund aus. Eben, Evelios. Ja. Hau mir aufs Auge. Okay. Also was ist euer Plan hier? Esia und Evelios tragen die Umhänge, oder was? Ja. Ja. Und Schamasch soll einen Söldner darstellen und den Kleriker schlagt jetzt zusammen. Genau. Okay. Okay, dann. Schlagen jetzt Vance danach, diskutieren wir, welchen Plan wir machen. Stärke Roll. Oh. Naja, also sag mir einfach, was dein Plus ist. Dein Plus Stärke. Stärke plus 1. Okay, dann machst du ihm 2 Schaden. Wie viel? 2? Ja. Wieso, wir können ihn ja so schlagen, dass er. Ihr könnt ihn ja gerne häufiger schlagen. Also für mich siehst du noch nicht mitgenommen. Jeder darf mal zuschlagen. Du musst ihn nicht zu Tode prügeln. Es muss nur so aussehen, als ob er gekämpft hat. War nur Spaß. Er täuscht an. Du hättest es auch so. Alle brutal. Ja, einer von euch darf mir noch in die Magen schlagen. Nee, braucht ja nicht wollen, wenn er es eh zulässt. Dann macht ihr halt 1 plus eure Stärke. Also Schama schaut nicht zu. Ich hau ihn nicht. Okay. Und weiter? Gut. Ist so, welchen Plan wollten wir jetzt machen? So. Wir wollten reinrushen alle, oder? Ja. Nein, so jetzt. Geben wir ihn einfach einen leichten Knoten. Oder ihr ritzt das Seil an dem Knoten dann einfach an, dass ich das auseinanderreißen kann mit einem 1er Stärke-Roll. Okay. Ja, wir fesseln ihn halt so, dass er raus kann von alleine, ganz easy. Okay, ja. Mach mal einen Deception-Roll mit Advantage. So, um zu gucken, ob der sozusagen glaubwürdig gefesselt ist. Also ob man das von außen nicht irgendwie direkt sehen würde. Also nicht du, sondern der Schamasch fesselt dich, glaube ich. Also Schamasch mit. Würde Evelios das nicht am besten erkennen können, wie glaubwürdig das ist? So als Waldläufer? Ja, aber Schamasch wollte dich ja gerade fesseln. Die Menschen sind ja richtig schlechten Knoten und damit, was das der effizienteste Weg ist, den Knoten zu lösen. Also mach mal Knoten, bitte einen Deception Roll. Es gibt not theorists. Schamasch. Ich meine, ich fahre auf dem Schiff. Das ist richtig. Dann mach einen Deception Roll plus 2. Mit Advantage. Deception. Mit Advantage plus 2. Also 15. Okay. Schamasch ist der Master-Knoter. Ja, und dann kommt da und dann das da rein und fupp, einen leichten, endzulösenden Festivalknoten.
Evelios, okay. Sieht das nach einem leicht zu lösenden, gut aussehenden Fessel-Fake-Knoten aus? Wie würde ich das jetzt sehen? Es kommt von dem Segler, du denkst, es ist ein guter Knoten. Okay. Ich war auf einem Schiff. Ich bin auf dem Schiff aufgewachsen. Ich war mal hier. Und ich bin verwundert, wie Shamar mit solchen riesigen Pranken das hinbekommen hat. Ja, weil er lange Fingernägel hat. Okay, ich ziehe mal den Umhang an. Okay. Dann mache ich das auch. Gut. Ihr habt beide einen Umhang. Tja, ja, dann solltet ihr mich zum Haupteingang bringen, wenn wir den hier irgendwo finden. Machen wir das doch mal. Also, Vogel ist ja ein Flugzeug und stürze mich von der Klippe. Ich hätte hier noch eine Frage. Wer ist denn unser bester Lügner? Lügen ist was? Deception. Perception? Persuasion ist immer überreden. Müsste er ja eigentlich einwilligen. Oder zumindest nicht abgeneigt sein. Versuchst ihn aber nur zu überzeugen. Deception ist sozusagen gegen sein Willen. Also da bin ich eigentlich tatsächlich relativ gut, aber ich kann dann natürlich ein bisschen mitspielen. Also wir können das aber ja ein bisschen theatralisch ausspielen. Wollen wir in Englisch knebeln? Am Anfang, ich würde sagen, nicht. Dann kann ich euch nämlich beleidigen, wenn die uns nicht direkt glauben, und dann könnt ihr mich knebeln. Das heißt, du hast sie den ganzen Weg hierher nicht belangt. Okay. Ich habe mich meinem Schicksal bis dahin ergeben. Ich war ohnmächtig oder so, weil der Evelios mich so hart gehauen hat. Der Esel. Sag, schau mal, trägt ihn auf der Schulter. Eigentlich ja. Komm her, ich nehme über die Schulter. Und er tut einfach so, als ob er ohnmächtig wäre. Ach ja, okay. Ich caste Mage Armor auf mich. Und lasse durchsichtig werden. Oh, warte mal. Ich hab ja noch einen Cantrip. Moment. Den ich auch soweit aufrechterhalte. Hier nämlich den hier. Und ich sorge dafür, dass meine Augen so aussehen, als wären sie eingeblutet. Okay, warte mal kurz. Okay, kannst du sogar machen, weil du deine Hände dafür nicht brauchst. Yeah. So, was wolltest du damit machen? Ich sorge halt dafür, als würden meine Augen aussehen, als wäre da Blut drin. So. Okay. Aber das wird nur eine Minute. Ja, aber das kann ich ja regelmäßig casten. Du musst dafür halt was sagen, ne? Das ist halt jemand, der... Components, V ist Voice? Ja, Bau, V ist Verbal. Okay, dann... das heißt, das jemand, der vielleicht Magie kennen würde, könnte das vielleicht irgendwie erkennen, dass das ein Zauber ist, würde ich dir nochmal sagen. Okay. Ja, aber dann benutze ich das quasi, während wir auf das Schloss dann zugehen. Okay. Also. Ja, wo lang wollt ihr gehen? Links rum, rechts rum? Die rum, da rum? Löffelstiel. Wenn das nicht kann. Ja, geradeaus seht ihr halt nur Schutt. So. Ja, durch möglichst den Haupteingang oder so. In was für eine Reihenfolge geht ihr? Wahrscheinlich der Gefangene? Oder haltet ihr den Gefangenen zwischen euch beiden? Oder wie macht ihr das? Ja, Shamash trägt ihn ja. Okay. Und ich würde sagen, Shamash läuft in der Mitte. Haben wir irgendwo den Steckbrief, dass wir den noch zeigen können? Ich habe zwei davon. Tragt ihr den einfach so oder wollt ihr, dass er irgendwie bewusst ist oder schläft oder sowas vielleicht? Oder tragt ihr den jetzt einfach nur, obwohl er bei Bewusstsein ist, auf der Schulter? Ja, ich bin sehr gefesselt. Ich tue erstmal so, als wäre ich bewusstlos und notfalls kann ich dann ja zu mir kommen. Okay. Also was ist jetzt eure Reihenfolge? Shamash trägt ihn. Ja. Aber wer geht vor? Oder ich geht der bei? Ja, so in der Linie vor, Shamash in der Mitte und wir zwei dann halt rechts und links. Okay. So, wo lang wolltet ihr links rum, rechts rum? Was für ein Haupteingang aussieht. Naja, ihr seht halt nur Türme bisher.
Dann laufen wir auf die Türme zu. Ja, ihr seid ja jetzt da nicht. Aber wollt ihr die Türme links rum oder wollt ihr die Türme rechts? Die sieht keinen Eingang, da wo ihr gerade seid. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwas suchen, dann macht ein Perception. Okay. Oh, die Frage ist was. Ach komm, lauf mal einfach rechts rum. Ja. Wollt ihr eigentlich. Nee, wollt ihr wahrscheinlich nicht schleichen, ihr macht das ja offen. Ja. Deswegen ging wahrscheinlich vorhin auch mein Aufdecken nicht, weil mir Rechtsklick hier eigentlich verpackt ist, damit ich das jetzt halt den Kästchen weiß. Ihr seht hier halt diese typischen Arrow Slits. Also diese ganz dünnen Fensterchen. Die Schießscharten. Genau, die sind hier auch relativ weit oben in den Turm, glaube ich. Und zwar. Und zwar. Sind die hier. So 3 Meter überm Boden sozusagen. Ihr wollt weitergehen, ja? Ja. Hier seht ihr ein weiteres davon. Hier sind wieder, das ist immer noch derselbe Turm. Hier seht ihr einen weiteren kleinen Turm, wo auch schon Teile eingestürzt sind. Also ihr habt die jüngsten Legende. Du. Als ihr da ankommt, seht ihr zumindest einen kleinen Eingang. Wollt ihr weitergehen oder wollt ihr da rein? Können erstmal rundherum gehen, oder? Ja. Wobei die Sache ist halt auch, murmelt ich so leise vor mir hin, wobei die Red Brands wissen ja nicht unbedingt, wo der Haupteingang ist, also okay. Also geht ihr einmal rum? Oder was? Ja. Ja, einfach zu gucken, ob wir etwas finden, was eher nach dem Eingang aussieht oder nach dem Haupteingang. Ihr seht etwas, das eher aussieht wie ein Haupteingang. Okay. Dann gehen wir da mal lang, ne? Gut. Wollt ihr irgendwas tun, reden, sagen oder einfach durch die Tür marschieren. Wenn ihr habt die roten Nummern gar nicht, überlass mal euch das reden. Also ich frage mal, ob ihr überhaupt was sagen wollt oder geht ihr einfach durch die Haupttür? Oder kündigt ihr euch irgendwie an, schreit ihr einfach, hallo? Hallo, wir haben was mitgebracht. Also ist nur die Frage, ob ihr überhaupt, wollt ihr was sagen oder geht ihr einfach rein? Ich meine, wir sehen keine Wachen oder so. Ne, ihr seht nur, dass der Haupteingang auch schon kaputt ist. Also die Türen liegen schon am Boden. Ich würde sagen, wir rufen trotzdem mal. Das kann sich ja sagen. Also die Festung besteht aus 7 brüchigen Türmen verschiedener Größen und Höhen. Doch das oberste Geschoss jedes Turmes befindet sich in unterschiedlichen Stadien des Einsturzes.
Eine kleine Reihe Stufen führt hoch auf eine Terrasse vor dem Haupteingang. Hinter dem Geröll zweier Tore liegt eine dunkle Halle. Runde Türme zieren über dem Eingang mit dunklen Schießscharten, die zu euch hinunterschauen. Die Tore waren aus Holz und mit Bronze überzogen, doch diese war bereits korrodiert. Also ihr befindet euch jetzt am Haupteingang. Okay. Ja. Also ich ruf mal laut, hallo, ist hier jemand? Auf kommen, oder? In welcher Sprache möchtest du? Sehe ich irgendwen, irgendwas? Ne. Derzeit nicht. Ja, ich würde es auf kommen machen. Okay. Also ich kann kommen und Draconic. Okay, ihr ja, Xerma, du siehst, wie an beiden Schießscharten ein Goblin rausguckt. Was? Wir haben ein Geschenk für die schwarze Spinne mitgebracht. Wäre toll, wenn ihr uns zu dem hinführen könntet. Ihr steht wahrscheinlich schon hier drauf. Okay. Die sagen, wartet erstmal am Eingang. Klar. Also ihr seht auch schon hier rein. Oh. So, falsches Ding. Zack. Zwei Goblins empfangen euch. Beziehungsweise sagen wir, einer empfängt euch und einer geht nach oben weg. Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Beziehungsweise rollt mal alle einen Deception Roll. Was? Deception? Mhm. Ich auch? Einfach alle. Weil ich bin ja an sich relativ K.O. Oh Gott. Okay. Ach, Goblins sind bestimmt nicht klug, keine Sorge. Lass mich mal kurz gucken. so denn ja. Das ist das. Okay. Wollt ihr irgendwas sagen, als der Goblin euch begegnet? Ja, also ich zeige ihm halt den Steckbrief. Also das Bild von dem Typen. Mhm. Und ich sag so, wir wollen halt unsere Belohnung. Ja, dann kommt mal mit. Und er zeigt euch den Weg. Währenddessen, lass mich mal überlegen. Wobei, sagen wir, der andere ist unten lang gegangen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Glaube ich, oder? Wo müsst ihr denn überhaupt hin? da müsst ihr hin. Ja, sagen wir, der ist unten lang gegangen. Und dann folgt ihr dem hier unten lang. Höre ich die irgendwie so was nuscheln auf
Goblinisch oder so? Nee, der knurrt nur so ein bisschen vor sich hin, weil er genervt ist, dass er jetzt Arbeit hat. Dann kann man den genauen Weg markieren, wo er dann geht. Während wir halt so lang gehen, versuche ich mich ja wirklich in den Weg einzuprägen. Wo ist der denn noch? Da ist der lang. Und dann, was ist das denn da? Wo würdet ihr da lang gehen? Das ist das und das ist das. Okay, da wird der wahrscheinlich da lang gehen. Und dann da lang. So. Ja, die seht ihr ja gleich alle beim Vorbeigehen, da wollte ich die noch schon mal alle aufpoppen lassen. Okay, also ihr folgt dem Goblin hier durch. Vance, wie sehr bist du an deinen Charakter gebunden? Ja, also ihr geht halt erstmal überhaupt in diesen Flur hier rein, dann geht ihr in den südwestlichen Turm der Festung und ja, der ist nicht mehr viel mehr als ein Haufen von Schutt, da sind noch ein paar Schlafsäcke auf dem Boden verteilt, aber ansonsten nicht viel mehr. Also hier, ne? Dann gehen wir jetzt hier rein. Das ist eine alte Banketthalle, hier wurde mal ordentlich deniert. Zu Zeiten. Ich meine, die unterhalten sich auch bestimmt irgendwie beim Vorbeigehen, oder? Ja, kannst gerne mit. Da was aufschnappen. Ja. Also das halt, der westliche Teil dieser riesigen Halle endet in einer Wand aus Schutt, doch der Rest ist noch intakt. Dies muss mal der Bankettsaal gewesen sein, mit einer erhöhten Decke von 25 Fuß. Zwei große Holztische mit Bänken an den Seiten stehen in der Mitte des Raumes. Ein bronzenes Kohlebecken gefüllt mit glühender Kohle steht in einer Ecke. Schmutziges Geschirr, halbleere Schmortöpfe, abgeschimmelte Reste Brot und abgenagte Knochen zieren den Tisch. Hier hast du... du hast halt so 7 Goblins, die alle sehr abgenervt wirken. Und einen, der wohl ihr Anführer zu sein scheint, was wohl der Koch dieser Burg sein muss. Das ist der oben rechts. Okay. Und der sagt halt ganz halt Befehle hier, dass die da das Essen vorbereiten sollen und die sind alle super abgenügt. Okay. Dann kommst du in einen Flur hier hinten, wo du einen Vorhang siehst. Und der Vorhang ist aus... Ja, da, wo der Goblin ist, hier hinten. Euch bewege ich erst danach. Genau. Lass mich mal gucken. Okay. Ja, ihr macht den Vorhang zur Seite. Ihr seht weitere eingestürzte Teile der Burg. Also die scheint nicht mehr so ganz heile zu sein, die ganze Burg. Und dann geht er hier rein. Das scheint so eine Baracke der Wachen zu sein. Noch wieder so ein paar Betten auf den Boden geklatscht worden. Also alles sehr sporadisch. Und da stehen 2 Hobgoblins-Wachen, die auch wieder vor einem Vorhang stehen, in dem er euch vorbeiführt.
Und dann klopft er an die Tür. Ihr seid jetzt sozusagen auch. Was ist hier überhaupt für eine Dings? Eins ist 5 Feet, okay, also jeder von euch ungefähr ein Ding. Okay. Dann seid ihr jetzt da hinten. Beziehungsweise, er sagt euch, ihr sollt hier warten bei denen. Geht durch den Vorhang, zieht ihn wieder zu. Okay. Wollt ihr irgendwas tun in der Zeit? Oder soll ich erstmal weitermachen? Wir warten. Also ihr seht, also hier, warte zumindest. Ihr seht hier unten auch noch eine Tür. Ich würde mal den guten Benedikt von meiner Schulter nehmen und gegen die Wand lehnen. Okay. Durch diese Aktion bin ich dann quasi immer noch ohnmächtig, aber so. Ohnmächtig oder stöhnst du? Ich stöhne, aber bin nicht bei Sinnen. Ich glaube, ich habe gerade seinen geheimen Fetisch getriggert. Also so. Oh, so vor Schmerz, so. Oh, ihr habt mich verprügelt, aber Berührungen. Ja. Reden die Wachen irgendwas? Nee, die stehen komplett still. Und scheinen sich auch nicht sonderlich viel zu bewegen. Die halten, ich glaube, ein Großschwert in der Hand. Lass mich mal gucken. Ja, also ein Langschwert halten die beide in der Hand. Und stehen wie so Statuen vor dem Vorhang. So wie diese englischen Typen da. Wie in Buckingham Palace. Genau. Ja, zum Beispiel. Lass mich mal überlegen, was passiert. Damit hat Jona nicht gerechnet. Doch. Ist ja alles offen. Ich muss nur überlegen, was jetzt passiert. Ich sehe es kommen, wir bauen irgendwie Scheiße. Okay. Der Vorhang geht wieder auf und ein riesiger Backbär erscheint. Okay. Wie reden die Backbärs? Hallo. Die können, glaube ich, auch kommen und Goblin. Ja. Okay. Wer seid ihr? Wir sind Söldner der Redcaps. Wir haben einen flüchtigen. Was? Wir haben einen flüchtigen gefasst. Mach mal einen Deception-Check mit Advantage. Wir wollen unser Kopfgeld kassieren. Mach mal einen Deception-Check mit Advantage. Ja, Moment. Was ist das? Advantage. Können wir mal. Warte, das ist ja ein Bugbear, kein Hobgoblin. Nee. Okay. So, was wolltest du ihm sagen? Naja, was ich gesagt habe, dass wir von Redcap sind und dass wir einen Flüchtigen gefasst haben, auf den Kopfgeld ausgesetzt ist und dass wir hier sind, um unser Kopfgeld zu kassieren. Okay. Kriege ich mit, wie glaubwürdig das klingt? Du scheinst, also du denkst, die Backbären sind nicht sonderlich schlau. Okay. Du denkst aber auch, dass es keine gute Lüge war, weil er von den Redcaps gesprochen hat, wie du selber weißt.
Dann werde ich so ein bisschen wach und... Ah, ihr verdammten Redcloak-Schweine! Ich hätte nie gedacht, dass ich so leicht zu überrumpeln wäre in Phandalin. In der Kneipe. Und ich hätte... das tut weh. Ah, meine Nase. Wollt ihr irgendwas tun oder lasst ihr ihn einfach sprechen? Ich schlag ihm auf die Fresse. Okay. Dann machst du ihm wie viel? 2 Schaden oder so? Ja. Ihr verdammten Schweine. Ah, oh, und dann verstohre ich und winde mich ein bisschen vor Schmerz. So dann sage ich zum Vermarsch. Boden. Sorg dafür, dass er ruhig bleibt. Wer soll das denn sein überhaupt? Naja, wir zeigen ihm halt den Steckbrief. Okay. Keine guckt Ahnung, sich den an. Wir wollen einfach nur unser Geld. Er nimmt den oder reißt ihn dir aus der Hand. Da steht drauf 25 Gold. Okay. So wenig? Ich glaube, da stand 25 Gold drauf. Ich kann gerne mal gucken. Ja, da stand 25 Gold drauf. Okay. Geht nochmal kurz durch den Vorhang und ruft auf Goblinuinisch auf Goblin zu dem Goblin, der soll mal 25 Gold holen. Ich glaube, wir verlieren, also ich denke mir gerade so, ich glaube, wir verlieren gerade den Benedikt. Ja, so eine Minute später kommt der Goblin wieder an mit einem kleinen Sack voll Gold und reicht ihn dir, ihr Valius. Okay. Dann gibt ihn mal rüber. Ich kann nicht mich so hinter den verstecken, dass sie mich nicht zaubern sehen. Hinter dem Rücken von Schamasch. Ganz gerne einen Stealth mit Disadvantage probieren, wenn du willst. Ich sag dir mal kurz, dass es sich versucht, sie mal irgendwie abzulenken. Ivelios, denk dir was aus. Das sagst du, während alle im Raum stehen. In dem Moment probiere ich über den Boden nein. zu robben. Ganz ruhig. Was macht ihr da? What the fuck? Ich flüstere das ihm zu, nebenbei. Also ihr steht alle aneinander, ne? Also selbst flüstern würden, glaube ich, andere mitkriegen. Ich weiß ja, ob ich jetzt so laut flüstere, dass die es mithören oder nicht. Du würdest denken, er würde es mitkriegen. Ich kann ihm nicht zuflüstern, ohne dass sie es nicht mitkriegen. Nee, ihr steht alle an denen dran direkt. Wenn du es ihm flüstern würdest, würde es er mitkriegen. Disadvantage. Das ist zu wenig. Gold, sage ich. Meinst du? Ich zähle das Gold erstmal nach. Okay. Da sind 25 Goldstücke. Aber das Zählen hat ja auch erstmal ein bisschen gedauert, oder? Wer von denen probiert mich denn aufzuheben? Einer der Hobgoblins. Okay, dann in dem Moment, wo er auf mich zukommt, probiere ich nach ihm zu treten und wegzurobben. Warte mal kurz. Warum? Perception is wisdom, ne? Ja, doch. Wisdom ist Perception beeinflussend. Okay. was machst du jetzt, Esen? Ich caste Charm auf den Bugbear. Okay, was machst du, Benedikt? Ich probiere nach dem Hobgoblin zu treten, der mich aufheben will, und probiere gleichzeitig so ein bisschen über den Boden wegzukriechen von ihm. Okay. Du charmst den Bugbear. Ja. Okay. Und währenddessen schreie ich halt ganz erbärmlich, sodass die Aufmerksamkeit auf mir liegt. Was ist dein Spell DC? Ich habe auch 14. Da
does so with advantage if you or your companions are fighting it. Macht den nicht. Hier wird fail. Was hast du gesagt? 14? 14. Ja, was war das? Constitution? What? Oder was? Ne, Wisdom. CS. Okay. Ich möchte keinen Minus 10 ab. Also du denkst, dass sich nichts geändert hat, Ezia. Und der Hobgoblin schlägt nach Benedikt, weil der ja darum kriecht. Und zwar. Aber ja, nicht mit einem Schwert. Kriegst du. Nee, kriegst aber 2 Schade. Aua! Und er fängt an, dich hochzuheben. Okay. Ich caste Shatter auf die und. Moment. In dem Moment, ich bereite vor, sobald er mich auf der Schulter hat, möchte ich meine Hände auf sein Gesicht legen. Also, beziehungsweise ich. Wenn ihr jetzt angreifen wollt, dann wollt doch alle Initiative. Aber ich will ja vorher eine Aktion vorbereiten, weißt du, überraschend, weil die wissen ja nicht, dass ich meine Fesseln einfach so lösen kann. Ich meine, ja, also wenn wir jetzt angreifen, ist es ja ein bisschen Surprise. Was? Also ich will mit meiner Hand ihm ins Gesicht greifen, weil da halt keine Rüstung ist. Holy Flame. Und dann quasi die Advantage haben, ihm dann meine Inflict Wounds ins Gesicht zu drücken. So viel zum Thema Stealthy. Na, wollt ihr, dass die mich mitnehmen oder was? Also ich habe damit kein Problem. Also. Ja, der Rest muss auch noch Initiative holen, bitte. Habe ich, also. Ja, dich habe ich. Das ist okay, aber die anderen beiden. Ich hätte halt trotzdem gerne meine Überraschungsaktion auf Advantage. Ist mir klar, dass du das gerne hättest. Aber. Ich hätte gerne ein 5-Gänge-Menü mit Nachtisch. Aber das kann jetzt auch keiner sagen, dass ein gefesselter Gefangener, der gerade ins Gesicht gepuncht wurde, nicht den Überraschungsmoment auf seiner Seite hätte, wenn er auf einmal seine Handfesseln zerreißt oder sich sie löst, dem Hobgoblin ins Gesicht packt und ihm dann mit ihm über die Zeugen Jehovas redet. Doch, das klingt sehr überraschend für mich. Ich meine, ich habe meine Rolle als erbärmliches Würmchen auch sehr gut gespielt. Ja, wunderbar. Habe ich jetzt eine? Habe ich schon gewollt? Nee. Das war noch der alte. Hat der Schamasch nicht auf sein Icon geklickt? Nein. So, was möchtest du jetzt machen, Benedikt? Inflict Wounds auf den Hauptgoblin. Genau, und zwar als Überraschungsmoment. Ja, dann mach, aber normal. Oh. Nix Advantage. Warum nichts mit Advantage? Ja, du überraschst ihn, aber dadurch kriegst du nicht Advantage. Du machst nur einen Zug vor ihm. Ah, okay. Das trifft, glaube ich, nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, das ist eine Scheiße. Ne, tut's nicht. Dann. Kannst du aber meinetwegen noch Shatter machen, weil du es gleichzeitig angekündigt hast. Shatter alle hier und schütze hier meine Kameraden. Kannst du so viele schützen, wie du willst? Ich kann 1 plus das Level des Spells und der Spell ist Level, also kann ich 3. Also castest du so zum Vorhang da hinten, dass du dich nicht triffst, dann schützt der andere. Genau, dass ich ja draußen bin. Den hätte ich gerne, den 18er. Ach Mann, ey.
Schmeißt mich der Hobgobbo denn wenigstens weg? Noch nicht. Wie eine heiße Kartoffel. So, jetzt haben wir hier Cheddar. Ne, wo ist Cheddar? Da oben. Cheddar. Cheddar. DC-14. Was haben wir denn da? So much cheese. Also müssen die Decks machen, oder was? Warum hast du so beschissen gerollt? Constitution Saving Throw. Ach komm, Constitution. Ja, nur. Nur. Das sind halt 3D8 eigentlich. 3D8. Okay, der schafft es nicht. Ich habe auch jetzt dreimal hintereinander eine 1 bei Initiative gerollt. Der schafft es nicht, der schafft es. Und der schafft es nicht, okay. Also der rechte Hobgoblin hat es geschafft, als einziger auszurichten. Dann lass mich doch mal gucken. Oh, warte mal, wo ist denn überhaupt meine Seite? Da. Also ich habe gehofft, wir schaffen das ohne Kämpfe. Naja, die Frage ist ja, was hätten wir denn schaffen können überhaupt ohne Kämpfe? Das Gold zu kriegen. Das ist wegen dem Zwerg. Ja, und um den Zwerg zu befreien, den hätten wir da bestimmt nicht komplett. 5 sind die, der hat es nicht geschafft. Das heißt, der kriegt die 4. Damit hast du dann 8 oder 4. Der hat 8, der hat 4. Der hat 8 macht. Und der Gobbo, was ist das für einer? So einer von ganz vorne, so einer der ersten, stimmt ja. Der hat's nicht geschafft, der stirbt. Der Gobbo stirbt, oh nein. Gut. Dann ist der King Groll dran. Hallo? Ich glaube, wir können doch bestimmt noch über diese Situation reden. Ach, das ist der Oberbabo hier, oder was? Das ist richtig. King of them all. Und was ich mal gucken kann, da was Besonderes bestimmt nicht. Einmal kurz pinkeln. Aber der wird mich ja bestimmt nicht angreifen, weil ich ihn... Der wird dich bestimmt töten mit einem Schlag. Oh man. One Hit Wonder. Okay. Er holt sein Langschwert. Während er sein Langschwert holt, schlägt ich, nach dir. Ja, frag ich, über diese Situation können wir doch bestimmt doch noch reden. Ja, mit Stahl! Und der macht jetzt 2 Slashing Damage. Oder warte mal. Ist das hier schon geändert? Ja. 2 Slashing Damage. Ne, warte, das ist gelogen. Das war der falsche. Er macht mir 20 Slashing Damage. Das ist nämlich gar nicht, sondern der schlägt nämlich mit seinem Morgenstern. Ich habe den falschen Raum. Und der trifft dich nämlich gar nicht. Und er schreit. Alarm. Alarm. Verräter! Zum Angriff! Was habe ich verpasst? Du hast verpasst, dass er mit dem Morgenstern an ihm geschlagen hat und geschrien hat, Verräter, zum Angriff. Ah. Und jetzt ist Ivelios dran. Okay. Übrigens, seht oder Ezir, du siehst, dass die Tür unter dir verbarrikadiert ist. Warum das denn? Das ist gut. Da sind doch so Trümmer, ne? Hinter mir. Oder? Schutt, ja. Schutt. Da, wo Ezir steht. Genau. Kann man da einfach durch, sodass man nicht durch die Tür muss? Lass mich mal gucken, ich glaube aber nicht.
Ich glaube, das ist so hoch gestapelt, dass du da nicht wirklich lang kannst. Also sind diese zwei Türen und dieser Umhang der einzige Eingang? Ja. Okay. Es sei denn, du schaffst es, dich durch diese Schießscharte zu quetschen, ich glaube nicht. Was, hier kann man nicht durch, oder wie? Die ist nämlich... Mal gucken. Da kommst du mit Sicherheit nicht. 20 raus, Zentimeter aber... breit. Ich aber glaube, da kommst du nicht. Kommen hier Goblins durch, also kann man hier durchgehen. Nee, das ist so hochgestapelt, der Schutt, da kommt nichts durch. Gut, das wollte ich halt wissen. Gut, dann was willst du tun? Ich sag den anderen, wir sollten uns hier verbarrikadieren. Guter Plan, bin ich vollends und dafür. Jetzt greifen und den Rest töten wir. Super Plan, 1A. Ja. Weich weiter den Morgenstern aus, machst du super. Ja, und dann greife ich den Babo mal an. Den dicken Babo vor dir. Ja. Ich ziehe den Goblin mal weg hier, übersichtshalber. Ich bezweifle, dass das trifft. Ja. Nee. Aber das hingegen trifft. Und da hat doch schon Damage bekommen, oder? Also ich mal gucken überhaupt, ob das hat der den... Ja. Und der hat auch dem Shatter nicht ausweichen können. Ja, selbst wenn er ihm ausgewichen ist, kriegt er dann halben Damage. Ja, dann wollen wir den extra Damage. Okay. 7 für den. Scheint noch nicht sonderlich betroffen zu sein. Ja, immerhin. Dann ist Benedikt. Okay, gleiches Spiel. Ich probiere nochmal dem Kollegen ins Gesicht zu greifen. Ich bin immer noch an ihm dran, oder? Er hat noch nichts gemacht, er hat noch nicht reagiert. Oder? Wer, was, wo, wann? Der Hopgobo da, der mich da unsittlich berühren wollte. Noch hat er nichts gemacht, ja. Gib's zu, du stehst doch drauf. Dann also er hält dich sozusagen noch fest. Harder Daddy. Packe ich ihn quasi an der Hand, die mich festhält, und probiere nochmal mit ihm über die Zeugen Jehovas zu reden. Ja. Du, glaub ich, mehr weh. Du triffst. 12 Schaden für den Herrn. Wo ist er denn da? Und der geht zu Boden. Du siehst, wie seine Haut anfängt abzusterben und sich aufzulösen. Sehr schön. Und er sinkt zu Boden. Und er denkt darüber nach, was er falsch gemacht hat im Leben. Gut, dann Shamash. Ja, ne? Ich geh mal auf den... Der? Der ist da. Ja, das ist alt, ne? Ja. Dann versuche ich mal in den großen, bösen... zu spalten. Okay. Oh, sorry, war mit Advantage, aber. Ja, sehr geil. Ist ja trotzdem getroffen. Und machst 7 Sodden. Scheint ihm aber immer noch nicht sonderlich zuzusetzen. Ja, es waren halt nur 7. Und dann ist der Hobo-Gobbo. Und der Hobo-Gobbo holt sich den Iveldus. Trifft aber nicht. Dann lass mich mal überlegen.
Okay. Oh, da war was. Hä? Wo war was? Da. Ich sehe es kommen, alle Gobbos laufen in einen anderen Raum. Stimmt, die seht ihr ja alle gar nicht. Ja, der Körper ist ja tot. Dann ist Ezia dran. Ezia? Oh. Ja. Ja, der ist aber nicht in meiner Turn-Order. Töte den Hauptgoblin. Ist aber dran. Warum ist er nicht in meiner Turn-Order? Vielleicht, weil noch der alte Ezia drin war, nicht den falschen gelöscht hab, keine Ahnung. In meiner Sache. Ich Magic Missile den Hobgoblin. Magic Missile! Magic Missile! Den Hobo Gobbo, okay. Ja. Und dann. Okay, geht zu Boden. Zur Tür und versucht die zu blockieren oder so. Willst du sie zuhalten oder was? Ja, irgendwie. Oder sehe ich irgendwas, womit ich sie zustemmen könnte? Ich glaube nicht. Mal gucken. Hier seid ihr. Du siehst ein Kohlebecken. Da steht ihr wahrscheinlich irgendwo drauf. Keine Ahnung. Irgendwo ist da ein Kohlebecken. Und vier Strohbetten. Und eine verbarrikadierte Tür und den Vorhang. Mehr siehst du da eigentlich nicht. Ja, dann versuche ich mich irgendwie. Kannst du es, je nachdem, ja, geht die Tür. Könntest versuchen, ein bisschen Schutt darüber zu hieven, aber ich glaube, das kriegst du so schnell nicht hin, dass das irgendwas verbarrikadiert. Könntest du nicht so einen toten Backbär vor die Tür ziehen? Das wäre auch eine Aktion. Ich bleibe erstmal vor der Tür stehen. Und okay. Wie geht die Tür denn überhaupt auf? Ja. Nach innen. Ja, entweder. Halt also zu euch. Drück dagegen, wenn du drückst dagegen. Dann. Muss ich mal was gucken. Okay. Entschuldigung. Hast du ein Plastik-Mauspad? Ne, wieso? Ihr seht, wie ein Wolf reingelaufen kommt. Von wo? Achso. Von oben, durch den Vorhang. Und das war aber sein Zug. Und die Welt ist dran. Okay, dann hau ich weiter auf den dicken Babbo. Schau, was wissen, wer der Babbo ist. War das jetzt. Ja, dann hau mal nochmal, oder willst du nicht nochmal? Doch.
und dann mach mal deine Boni. Achso, ich muss meine Kampfmusik wieder anmachen. Mach mal nochmal, oder zieht er für beide wahrscheinlich, ne? Nee, ich kann es nur einmal pro Runde machen. Also. Dann kriegt er wie viel? 11, 15. Jetzt scheint es ihm langsam zuzusetzen. Aber er steht noch und will sich jetzt rächen. Mach doch. Gut. Trifft dich eine 14? Nein. Dann trifft er dich nicht. Dann ist Benedikt. Der Wolf ist reingerannt gekommen, ne? Ja. Gut, dann. Gut. Es ist Zeit für mein heiliges Symbol. Das hat sich nicht wie ein Symbol angehört. Das Symbol ist runtergefallen. Moment, lass mich kurz mich seelisch darauf vorbereiten. Ihr kennt es schon. Ich schaue dem Wolf in die Augen, halte mein Symbol nach oben. Abwund, Bashwaya, Nekash, Macht, hätte mal Kuta. Kalkuta. Ich glaube, das war der falsche Spruch. Der war, glaube ich, für die Untoten da. Achso, der war für die Untoten. Ja. Ich glaube, das funktioniert bei Tieren und Pflanzen nicht. Aber ich bin ja kein Kleriker von dem her. Ach ja, stimmt, das war das Falsche. Fällt mir ein. Und dann, Außerdem hast du vergessen, den Namen deines Gottes in deinem Spruch zu erwähnen. Muss ich das? Ja, steht auch da hier in deinem Satz. Warte kurz. Echt? Each beast or plant creature that can see you inside the must make a wisdom saving throw for Peter Fang. Ein kleiner Moment. Wisdom. Dann hebe ich mein Symbol, rufe Balinor! Meshgalumasial Bulejoto Makarasho. Und möchte damit dem Wolf ausdrücken, dass Esir, Shamash, meine Wenigkeit und Iveldios freundlich sind und der Backbär böse. Okay. Schon mal kurz das Kugeln. Okay. Der scheint dir freundlich gesittet zu sein. Wunderbier. Und den anderen Jungs auch. Ja. Dann ist Shamash. So. Kinders, jetzt wird gespaltet. Wieder auf den... Spalten. King vor mir. Auf den Fetten vor dir. Mhm. Den triffst du nicht. Schade. Dann halt ein andermal. Und dann ist easier. Den Wolf kann ich nicht auf meine Seite ziehen? Nee. Schade. Also der Wolf steht in der Tür und kratzt sich am Kopf. Ja. Rollt sich hin und her. Versucht seinen Schwanz zu fangen, genau. Wunderbar. Herr Easy, was wollen Sie tun? It's my turn. Ja. Wirklich. Ohne Scheiß. Mit Flachs. Verrückto Matico. Dann Ray of Frost dich denn
Das war das Falsche, aber es trifft eh wahrscheinlich nicht. Das war's mit der 7. Was du frostest. Auf wen schießt du? Naja, den König Kreuz. Feddy. Nee, triffst nicht. Ja. Gut, dann. Der macht nichts. Und dann ist sie bei aus. Wer darfst dich, wenn ich hier Strength Checks machen muss? Wie lange gilt eigentlich dein Charm? Eine Minute, ne? Oder wenn du Schaden kriegst, okay. Alles auf den Bubble. Boah, unser Elf häckselt ja richtiger Legolas. Richtiger Legolas. Legolas. So ein Legolas, dass selbst ein fetter Backbär zu Boden geht. Herr Benedikt, wollen Sie noch was tun? Herr Benedikt, willkommen, Erde an Benedikt. Vance ist gemutet. Ja. Gut. Reported. Will sonst irgendwer was tun? Ja, über den. Macht der Wolf eigentlich. Bin ich wieder dran? Ja. Wir sollten vielleicht die Tür verbarrikadieren irgendwie. Es ist alles tot, dann sollten wir uns noch um den Wolf kümmern. Ich mach mal kurz die Tür auf und schau raus. Wenn da keiner dagegen. Mach mal einen Perception Check. Okay. Piep, 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 piep. Perception. Piep, boop. Wow. Du denkst, die Luft ist. Du lunst raus, aber du siehst nichts. Okay. Ich mach die Tür wieder zu. Wir sollten trotzdem die Tür verbarrikadieren oder schau mal, stell dich mal davor. Ja, vielleicht will Benedikt ja erstmal was tun. Dann bereite ich eine Sacred Flame vor, die ich dann auf den Wolf schießen werde, sobald einer meiner Gefährten den Wolf angreift. Okay. Kannst du den nicht irgendwo rausschmeißen oder so? Irgendwie in den Klippe runter oder leider nicht in die Schießstarte stopfen? Schamasch, wollen Sie etwas tun? Dann will ich gegen die Tür stellen. Okay. Gegen die linke. Ja. Ja. Esia, wollen Sie was tun? Ja, ich bin schon. Irgendwie, falls wir jetzt noch angegriffen werden, nehmen wir entweder hier den ganzen Körper von König Groll mit oder nur seinen Kopf. Aber wir können einfach seine Leiche mitnehmen und dann zeigen wir die denen und verkünden so, ja, euer König ist tot. Wir sind jetzt hier die Babos und sind jetzt alle. Möchte sich noch jemand um den Wolf kümmern? Ding dong, die Hexe ist tot. Was? ja, wir können ihn ja irgendwie verpacken oder so. Fessel mal irgendwie seine Beine und seine Schnauze. In so einer Bettrolle oder sowas, wenn es geht. Ja. Also fesseln wir den Wolf. Ja. Lässt sich der Wolf überhaupt fesseln? Oder wir schicken ihn aus der Tür raus und legen noch so eine Leiche daneben. Dann ist er vielleicht beschäftigt. Oder wir fesseln und töten ihn. Muss ihn ja jetzt nicht umbringen. Meine Naturmagie ist nur zeitlich begrenzt wirkbar. Okay. Achso, das muss ich mir noch abziehen. Ja. Außerdem habe ich meine Order schon vorbereitet. Also falls der Wolf angreift. Oder falls einer von euch den Wolf angreift, dass ich mit drauf schieße. Also was macht ihr jetzt mit dem Wolf? Ich wäre dafür, dass wir ihn aus der Tür schmeißen. Mir dauert das jetzt alles zu lang, ich greife den Wolf einfach an. Okay. Dankeschön.
Trifft der erste? Nee. Aber der zweite. Und in dem Moment schieße ich meine Sacred Flame auf den Wolf. 3 Damage und das ist Deck Save. Und 8 macht 11. Gut, dann ist der Wolf dran. Und rennt zum Nibelkniebel. Und beißt ihn. Mach mal einen Strength Saving Throw. Jawoll. Du wirst zu Boden gerissen und kriegst 5 Piercing Damage. Gut, dann bist du aber auch wieder dran. Darf ich angreifen? Du darfst aufstehen erstmal, ja. Okay, ich stehe auf. Gut. Jetzt darfst du. Das war meine Action, oder? Nee, das war dein Movement. Ah, okay, dann greife ich an. Okay. Trifft die 17. Ja, das reicht aber auch. Der geht zu Boden. Gut, ihr habt soweit erstmal alles aufgeräumt, was hier auf euch zukam. Was wollt ihr tun? Der Bugbear kam hinter dem Vorhang hervor, oder? Ja. Ich untersuche die verriegelte Tür unten. Okay. Lasst uns schnell den Zwerg finden. Ach so, an der Tür unten ist einfach, wie du das so kennst aus dem Mittelalter, so ein schwerer Holzbalken, der sozusagen auf so eine Eisenhalterung gekippt wurde, dass die Tür von hier aus sozusagen zu, von der anderen Seite zu ist. Du kannst ihn aber sozusagen einmal wieder hochheben. Ja. Ich würde die Tür dann aufmachen und reinschauen. Okay. Ich weiß nicht, die anderen wollen vielleicht irgendwie hoch oder die Koblenz untersuchen. Looten und leveln. Ja, was will? Gucken, ob da irgendwas ist. Der Rest will looten und leveln, okay. Ja, ich setze mich da erstmal nach oben durch den Vorhang. Ja, weiß ich nicht. Gut, zwei looten und leveln. Einer geht da hochgucken. Und dann wieder mal gucken, ob die was dabei haben. Ich schau mir mal die Hobgobbos an, die hier. Also aus meiner Ecke heraus schaue ich die Hobgobbos an. Und die da. Loot und Leveln. Okay, an den Hobgobbos findest du 9 Silber an dem einen. Und 10 Gold am anderen. Und Vanitas durchsucht den King of Rock'n'Roll. Den King of Pop. Loot und Leveln. Na. Du findest an ihm 16 Kupfer. Okay. Also, Vanitas hat den ja durchsucht, den Ding. Okay. Ah, das, ich dachte, die beiden Hobgobbos. Ja, die Hobgobbos hat sie ja beide. 16? Ja, 16 Kupfer.
Liegt da noch irgendwas? Ein kleiner Goblin, der hat bestimmt nicht viel. Hatten die Hauptgobos was? Ja, die Dorf hat gesagt. Keine Ahnung, was ich dir gesagt habe. Hättest du mal zugehört! Kannst du in 3 Monaten im Stream noch schauen. Der eine hat 16 Kupfer und der andere 13 Gold. Glaube ich weniger als eben, aber du hast ja nicht zugehört. Ja, ist okay. So. Das ist eine gerechte Sprache. Ja. Der Goblin hat, glaube ich, nichts. Er hat wieder einen schönen Stein in der Tasche. Falls ihr euch noch erinnert. Nicht vergessen, die 25 GP für meinen Kopf, die wir gekriegt haben. Die hat ja Iveldos in seinem Beutel. Okay. Gut, jetzt ist erstmal Isia dran. Der hat nämlich die Tür geöffnet. Hast du Dark Vision, Isia? Nö. Aber ich kann meinen Stab zum Leuchten bringen. Hast du aber noch nicht getan. Ich spreche nicht von dem Stab in meiner Hand. Oh. Ich hab Dark Vision, sehe ich irgendwas? Du bist ganz woanders. Naja, ich bin nördlich davon. Ja, dann kassisch. Dann direkten Blick auf die Tür. Naja, du hast erstmal die Tür geöffnet und siehst nichts. Du wusstest ja nicht, dass es da dunkel sein wird. Dann lasse ich meine Hand leuchten und schaue rein, was ich sehe. Okay. Dann schauen wir doch mal. Und du siehst einen nackten Zwerg in Ketten mit einem Goblin mit Peitsche vor ihm stehen. Bo-go-bo. Der ihn auspeitscht und Tiernamen gibt. Und du fragst dich, in was für einen Sex-Dungeon bist du da reingestolpert? Naja, als du die Tür aufmachst, stürmt dich ein schöner Owlbär an. Was? Der passt dann auch niemals durch die Tür. Auf Stolper zurück. Wie ist der da reingekommen? Der rennt auf dich zu? Warte mal. Naja, das ist ja immer nur ihre Breite, die sie im Kampf abdecken. Das heißt ja nicht, dass sie jetzt 10x10 Fuß breit sind. Ihr seid ja auch nicht 5x5 Fuß breit. Also der kann sich trotzdem durch eine Tür zwängen. Trotzdem sieht die Tür irgendwie zu eng aus damit. Spring aus dem Weg, okay. Wenn das wie so ein Stier auf die Zunge ist. Ja, was kann der denn? Lass ich mal gucken. Was wissen wir denn über Owlbären? Ihr wisst, dass sie einen Schnabel haben von einer Eule. Und Krallen eines Bären. Naja, ist das ein. Also ein Bär mit einem Eulenkopf. Eulen-Bär-Hybrid. Und der rennt auf dich zu wie so ein Stier, oder wie? Er charged ihn an wie ein Bär und fängt dann an zu beißen. Ja, nicht dich, er geht ja auch. Spring aus dem Weg. Und er beißt ihn und krallt ihn. Und ich denke mal, der Herr geht zu Boden. Denn du kriegst. 16. Ja, du kriegst 13 Piercing Damage und 15 Slashing Damage. Ich hab eine 16. Ja, er hat eine 22 und eine 24. Ich hab eine 16. Was? Autsch. Was, wie viel Damage bekomme ich? 28 insgesamt. Ja, ich bin out cold. One hit KO. KO! Ja, two hit. Eine 18 hätte ich überlebt. Soll ich jetzt schon Death Save machen? Ja. Gut. Gut, das ist ein Success. Dann ist Ivelios dran. Whoops. Ich wollte mir eigentlich anschauen, wie. Ach so, stimmt, du bist gar nicht da. Ja. Was willst du machen? Da reingucken? Nee, ich oder? Wollte erstmal schauen, ob die Türen irgendwie verbarrikadiert sind oder so. Nee. So dass hier keiner reinkommen kann. Also, du siehst nicht, dass die verbarrikadiert sind. Scheinen normale Türen zu sein. Willst du sonst nichts machen? Dann
gehe ich mal. Dann öffne ich mal die Tür. Denn ich weiß ja theoretisch nichts von dort unten. Ja, du kannst vielleicht Xermann schreien hören. So viel Schaden, wie er gekriegt hat. Höre ich ihnen schreien? Mach doch ein Perception Roll mit Advantage. Und wenn du über 15 kommst, hörst du ihn schreien. Ja, du hörst ihn schreien. Okay. Dann gehe ich mal runter und schau mal, was ich da so sehe. Du siehst einen riesigen Bären mit eurem Kopf in der Tür stehen. Über der Leiche oder über einem bewusstlosen Esir. Okay. Dann. Ja, hau ich glaube ich mal mein Hunter's Mark auf den drauf. Als Bonus Action. Mhm. Und dann sehe, also ich sehe den. Du kannst ihn nicht übersehen, ja. Okay, dann schieße ich drauf. Du triffst nicht. Dein Mark macht ja noch mehr Schaden, nicht ergeben. Dann, Shamash, du siehst auch einen riesigen Bären in der Tür stehen. Der zwängt sich da gerade durch. Ich meine, ja, so breit ist ein Bär. Könnte sich durch eine Tür zwängen, auf jeden Fall. Ich würde. Kommt drauf an, wie groß der ist. Ja, nur wie ein normaler Bär. Erstmal. Mein Bär ist zwar fett, aber durch eine Tür müsste er sich zumindest quetschen. Ja, das sieht nur irgendwie doppelt so groß aus wie ein normaler Bär. Ja, das ist ja die Reichweite, die er abdeckt. Muss er ja in den Raum reingekommen sein. Ich würde erstmal zu Esir rennen. Von oben durch den Turm mit einem Helikopter. Wegschieben. Du kannst ihn auch schrumpfen und dann kannst du ihn wieder entschrumpfen. Und ziehst du Esir von ihm weg. Ja. Okay. Ich glaube, der liegt da nicht sonderlich gut. Wo bist du jetzt hier nach da oben? Warte, du hast. Also, da zieh ich ihn hin. Wie viel Movement hast du denn hier? Das sind 15, dann kannst du ihn. Oh, kriegst du ihn. Ja, das bin da oben, aber ich. Ne? Ja, er stand ja auch da. Ja, er stand vor der Tür. Oder? Ja, schaffst du auf jeden Fall ihn wegzuziehen. Ohne Problem. Ziehst ihn zu den Betten. Und deckst ihn zu. Ich hol das Buch raus, lese eine Geschichte vor. Hast du eine Fernkampfwaffe? Meinetwegen kann. Also es war für mich meinetwegen nur Movement. Wenn du von da noch attacken willst, kannst du es gerne tun. Aber das wollte ich ein bisschen, weil ich breath. Aber da sind hinten noch 20 Gobos, ne? Du fucking Eulenbär. Gut, dann breath mal. DC 11 Dex. Okay, er schafft es nicht auszuweichen. Wie auch. Kriegt 5 Schaden. Gut, dann ist der Benedikt dran. Auch du siehst einen riesigen Bären mit Eulenkopf. Ja, erkenne ich irgendwie, ob das Vieh erkannte ich, bevor er angehaucht wurde, ob er irgendwie verletzt war oder sowas? Der war nicht verletzt. Okay. Dann bereite ich eine Sacred Flame vor, falls er entweder auf mich zucharged, also falls er auf mich zucharged, möchte ich ausweichen, also nach rechts springen wie so ein Torero, beziehungsweise dann nach links, weil ich mir gegenüberstehe, und dann meine Sacred Flame auf ihn ballern, oder wenn er einen meiner Kollegen angreift, möchte ich eine Sacred Flame auf ihn ballern. Mhm. Warum willst du sie nicht jetzt ballern? Wenn du ballern willst. Jetzt auch machen. Also nur so eine Frage. Ballern wir. Oh. Ich meine, wenn du ballern willst, dann macht das doch keinen Unterschied. Er weicht aus, kriegt einen Schaden. Er springt aus der Tür raus. Da. Hast du gesehen, wie ausgewichen ist? Ja. Ich kann ihn auch ein bisschen kleiner machen. Wenn der... so. Dann ist hier dran, einen
Roll zu machen. Ein Test Save. Ein Minus, okay. Was? Dann, ja, hast du verkackt. Also, sein ein Test, ein Save hast du gerade. Dann ist Mr. Owlbarros. Wir sollten ihn vielleicht heilen. Just saying. Monsieur Owlbarros. Er geht hier hin, krallt einmal nach Shamash. Trifft dich eine 17? Nein. Gut. Dann mach mal einen Reaction-Schlag. Was? Normalen Schlag. Angriff. Ja. Okay, machst ihm 5 Schaden. Was ist denn los? Ich kann so nicht arbeiten. Während er durch die Tür weiterläuft. Ah. Beziehungsweise, das ist ja gar nicht so viel, er schafft es ja sogar bis nach. Da. Bleibt da in der. Okay. Dann ist die Velios dran. Okay, ich lauf dem mal. Also, ich gehe hier raus. Sehe ich irgendwie Goblins oder so, die hier rumliegen? Nee. Du siehst nur, dass der Umhang noch so hin und her weht, als ob da gerade wer durchgelaufen ist. Als ist der Umhang überhaupt noch da oder wird er nicht von diesem Vieh abgerissen? Der ist noch da. Okay. Der ist stabil verankert. Gehe ich da hin und will mal da so reinlunsen. Ein weiterer Vorhang. Kann man das denn machen, eine Ausweichaktion und einen Angriff in einem Zug? Nee. Ein Dodge wäre eine Aktion. Ah, schade. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Dann gehst du wieder zurück. Da ist übrigens die Feuerstelle in der Mitte, sehe ich gerade. Genau da. Also so wie es aussieht, ist das Vieh abgehauen und wir sollten das einfach nur in Ruhe lassen. Wir sollten das Gleiche tun. Vielleicht sollten wir uns erstmal um Esir kümmern. Ja. Ja, ihr könnt aus der Turnout raus, wenn ihr wollt. Ich probiere. Wenn keiner was anderes machen will oder den verfolgen will. Ich will ihn stabilisieren. Willst du ihn noch stabilisieren oder willst du ihn heilen? Was? Erstmal will ich ihn stabilisieren. Also wenn du ihn heilst, stabilisierst du ihn auch. Nur so. Ja, ich hab halt nicht mehr so viel aktuell. Na gut, dann. Haben wir hier zufällig 10 Minuten Zeit? Ich glaube nicht, oder? Wenn du 10 Minuten warten willst. Ja. Ich kann euch nicht sagen, ob irgendwas passiert in 10 Minuten. Ich weiß ja auch nicht, ob der Rest auch 10 Minuten warten. Weiß ich nicht, aber ich würde vorschlagen, dass wir eine 5 Minuten Pause machen. Raucherpause. Ja, gut, dann gehe ich zu Izzy hin und touch ihn nochmal an und heil ihn. Oh, you touch his tralala. His ding ding dong. Okay, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Um 12 ist er geheilt. Wunderbar. Um 12 Uhr wird zurück geheilt. Oh, das ist blöd.